Ja, die Pornokarriere hat schon in jungen Jahren angefangen. Also es wissen auch viele, dass ich als Sekretärin gearbeitet habe und das ist mir eben zu langweilig geworden. Und da habe ich mir ein bisschen umgeschaut, was man so machen kann. Dann bin ich halt auf Aktfotos gekommen, dann auf Pornofotos, in weiterer Folge natürlich auf Pornofilme, wo ich dann auch normale, so wie ich mal gedreht habe. Und dann eben habe ich die Leidenschaft entdeckt, auf Kaviar zu kommen. Und dann bin ich halt voll mit den Filmen dann eingestiegen. Und das ist einfach eine Leidenschaft und das macht mir Spaß und da kann ich das ausleben und ja, so ist es einfach. Kurz umrissen. Ja, das ist durch einen Bekannten gekommen und zwar wollte er das einfach mal mit mir probieren und ich habe es dann probiert. Nein, will ich nicht. Es hat mich einfach gereizt, es war ganz was Neues. Also für mich genauso, ich war gewohnt, dass man mir in den Mund pisst oder über den Körper pisst, aber das mit Scheiße war ich ja nicht gewohnt. Und das war einfach ein neues Erlebnis. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob das das Richtige für mich ist, aber ich habe es auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Was mir eigentlich gegangen ist, ich wollte so gerne die Scheiße schlucken, weil das für mich was Besonderes war. Und das habe ich dann eben probiert mit meiner eigenen Scheiße. Und ja, ich habe dann geübt und natürlich ist mir die Scheiße von Männern lieber. Nein, überhaupt nicht. Also, weil ich wollte das dann machen und wenn ich was mache, dann will ich es ordentlich machen. Und deswegen habe ich mit meiner eigenen Scheiße geübt, das im Mund zu nehmen, die Pisse zu schlucken. Ich meine, das dauert ja, ist ein gewisser Lernprozess. Das kann ich jetzt schwer sagen, weil ich mich auch nicht mehr so genau erinnere, aber ich würde mal so 2 Jahre hat es sicher gedauert, bis ich so weit war, dass ich wirklich wusste, okay, die Scheiße bleibt unten, ich kann sie schlucken und ich bin auch geil dabei. Ja, genau, also ich möchte sie nicht rauskotzen. Und ich kann sie auch gar nicht rauskotzen, weil es gefällt mir, wenn die Scheiße in mir ist. Da fühle ich mich erst richtig wohl, wenn die in meinem Magen ist, wenn ich so richtig abgefüllt bin. Ich nicht. Mir gefällt es, wenn es in mir ist. Da fühle ich mich so richtig ja, wie ein Schwein und da fühle ich mich wohl. Normal ist so Ende 80 gewesen. Mein erster Pornofilm, der war in Paris. Da bin ich ganz aufgeregt das erste Mal nach Frankreich geflogen. War aber sehr nett. Also auch die Darstellung war natürlich noch sehr jung. Der erste Film, dementsprechend nervös. Aber hat gut geklappt, hat mir viel Spaß gemacht. Und Kaviarfilm war dann der erste, das muss so Ende 92 gewesen sein. Das war dann der erste Kaviarfilm, der offiziell von mir dann ausgekommen ist. Das weiß ich nicht mehr so genau, ich weiß nur, dass schöne lange Würste dabei waren. Ja, natürlich. Also, weil das irgendwie ungewöhnlich war, dass sich eine Frau irgendwie so, sag ich mal, mit der Scheiße wohlfühlt, das so natürlich rüberbringt und was sehr viele angesprochen hat, die Ästhetik, wie ich es mache. Und da sind natürlich Reaktionen gekommen, ja, aber dann habe ich ja schon mittlerweile mit den Produzenten Kontakt gehabt und habe ihn weitergemacht schon in dieser Richtung und ich hätte mir auch gar nichts anderes mehr vorstellen können oder wollen zu machen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Bademanden zusammenkommen würden. Jede Menge. Also das in Zahlen habe ich das nicht im Kopf, aber es ist einiges zusammengekommen. Also an Darstellern, die was mir gespendet haben, auch Frauen natürlich. Aber wie gesagt, ich bin halt ein Mensch, der sehr auf Männer fixiert ist und deswegen mir die Scheiße von Männern eben immer lieber ist. Und sie ja irgendwie anders schmeckt, sie ist einfach würziger. Ist ja meistens so, dass Männer eben mehr scheißen können. Männer haben einfach ein anderes Bedürfnis zu essen. Männer wollen Fleisch essen. Und Frauen essen doch viel Salat, eher leichtere Kost. Natürlich kommt dort nicht so viel Scheiße zusammen. Und die von den Männern schmeckt einfach würziger. Und ja, es ist so, dass man halt, dass ich halt die Scheiße von den Männern bevorzuge.
Ich denke mal, irgendwann hat man einfach das erreicht. Und bei mir war es eben wichtig, wie ich vorher auch schon gesagt habe, dass ich das einfach schlucken kann. Und mich eben das sehr aufgeregt, wenn es bei mir im Magen ist. Und ich glaube, mehr wie die Scheiße von anderen Menschen zu schlucken, mehr kann man da eigentlich eh nicht toppen. Weil, wie gesagt, ich kann es auch mittlerweile in die Fotze reinschmieren und die Fotze richtig anfühlen lassen. Also das habe ich dann noch versucht, dass ich noch einen Schritt weitergehen kann in der Richtung, dass ich dann wirklich der Magen gefüllt ist und ich das fresse und eben die Fotze auch gefüllt ist. Und das gefällt mir eben, wenn überall rundherum die Scheiße ist. Und wie gesagt, wenn man sich dann komplett mit Scheiße und so zuschmiert, das ist dann einfach noch der Rest, der das Ganze irgendwie komplementiert oder auch nicht. Also es muss nicht immer der ganze Körper zugeschmiert sein. Mir geht es ja mehr um das, dass ich die Scheiße schlucke, so richtig die große, dicke Wurst verzehre. Und eben, dass man die Fotze füllt und da reingefickt wird. Und das ist einfach das, was mir gefällt. Und bei dem habe ich es dann auch belassen, weil ich auch nicht mehr weiß, was man dann nur Ärgeres bringen kann. Bei mir ist das echt und die Scheiße ist auch echt. Da ist nichts gefaked oder irgendwie gekünstelt oder zusammengebaut. Das ist, wie es aus dem Arsch rauskommt, so kommt es bei mir rein. Und das ist für mich einfach das extreme Gefühl bis heute noch. Also ich würde es mal auf Österreichisch sagen, ich habe einen Saumagen. Also ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Mein Magen verdaut das und bei uns viel Scheiße ist, weil ich habe ja schon Filme gemacht, wo ich von 5 bis 7 Darstellern abgefüllt worden bin. Und ich habe nie das Bedürfnis, dass mir schlecht ist, dass ich kotzen muss, dass ich Magenschmerzen habe. Also absolut nicht. Manche haben mir die Treue gehalten, weil sie mich einfach mögen, wie ich bin und mich so akzeptieren und wissen, dass ich einen starken Sextrieb habe und halt auch außergewöhnliche Sachen mache. Aber es sind dadurch auch Freundschaften dann zerbrochen, weil die das einfach nicht akzeptieren konnten. Also wie man so eine Frau im Bekanntenkreis zu haben. Aber meine treuen Freunde habe ich bis heute noch und lege ich auch sehr viel Wert drauf. Na, eigentlich nicht mehr, weil da haben sie es eh schon gewusst, dass ich auf der extremeren Schiene unterwegs bin und haben gesagt, ja okay, jetzt macht sie das auch und bei dem ist dann eigentlich geblieben, weil für, sage ich mal, viele Menschen ist es schon schlimm, wenn man eben sich vor der Kamera auszieht, Sex macht, das ist ja schon, mache ich doch nicht und wie kann man nur und wenn man dann natürlich noch einen Schritt weiter geht, so wie halt dann in die Kabelschiene, dann war das eigentlich gar nicht mehr so schlimm, weil sie halten mich sowieso für ein bisschen verrückt. Das ist einfach mein Job, ich mag ihn und jeder Mensch hat einen Job. Der eine macht das, der andere macht das und ich habe den Job. Ja, dass ich das einfach so ausleben kann, wie ich will. Und ich meine, ich habe gern Sex, ich habe sicher eine nymphomane Ader, sage ich mal. Ich mag einfach Männer, ich mag Schwänze, ich mag gefickt werden. Und die andere Ader ist eben die exhibitionistische, dass ich mich einfach gern herzeige, gern präsentiere und eben auch zeige, welcher Schwein ich bin. Und wie gesagt, ich bekomme einfach die Männer, die ich haben will, oder sagen wir mal so viele Schwänze, wie ich will, und ich finde das einfach super. Und warum soll ich das aufgeben? Ich habe kein Problem damit, dass ich mich da irgendwie schämen würde, weil ich stehe zu mir, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich brauche und ich mache es. Jetzt bin ich halt doch auch schon ein paar Jahre älter zu meinen Anfängen und eine Frau legt da einfach zu, was das betrifft. Und die Geilheit wird auch immer mehr. Also ich merke es bei mir selber, je mehr die Jahre steigen, desto geiler wird man. Und ich finde das einfach super. Mein Sex habe ich in jungen Jahren schon gern gemacht. Ich habe gleich nur mit Analverkehr angefangen, weil ich einfach auch neugierig bin und alles gleich mal probieren möchte. Ich will nicht warten, bis ich 70 bin und dann habe ich das nicht probiert und das nicht probiert. Also was sich ergibt, das probiere ich. Ich sage schon, was ich haben will oder wie ich es mir vorstelle. Aber so, ich bin einfach der Typ, sage ich mal, der sich gern hinlegt, eine Zigarette raucht und sich ficken lässt. Oder eben, wenn es auf Kaviar kommt, das einfach heißt, ja, mach den Mund auf und mir wird reinschissen. Ja. Oder auch beim Ficken, ich meine, ich bin nicht die Frau, die was man vorher schon nicht lecken muss, bis sie Lust bekommt. Also, wenn der Schwein steht, dann rein, egal ob in die Fotze oder in den Arschloch. Genau, richtig, gerade, so wie es sein soll.